So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rahms ist der Dicke. Es ist soweit. Wir haben wieder mal ein kleines Päckchen bekommen. Als Fanpost, guckt euch das an. Das ist von der Bierschanga, kann ich schon mal dazu sagen. Ich weiß nur, sie hat letztens mal so ein Samyang-Testpaket bekommen. Da waren verschiedene Samyang-Sorten drin und da war ein A4-Zettel dabei, wo im Prinzip jede Sorte mit Päckchen gezeigt war. Da standen Informationen dazu, plus die Scoville-Anzahl. Und das fand ich richtig genial. Da habe ich gesagt, boah, bevor du das wegschmeißt, gib das lieber mir. Und keine Ahnung wie, wenn sie einen mal besucht oder wenn man mal da hinkommt oder wenn mal sonst was ist und irgendwas ist hier gerade nass, merke ich. Ach, deswegen steht da immer Vorsicht Glas drauf, damit man besser Fußball mitspielen kann. Adi. Jetzt habe ich statt einfach nur einen kleinen Brief mit diesem Zettel drin, aber das hier bekommen und ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Sie hat nur gesagt, dass für Jenaya wohl auch was dabei sein soll, weil Jenaya mich ja demnächst besuchen möchte, wir mal einen Tag zusammen wandern möchten, Bier trinken, Raids machen, Döner essen. Also bin ich mal gespannt, was da jetzt drin ist. Ich bin total müde, ich bin total im Eimer schon wieder, bin ich eigentlich immer. Jetzt müssen wir erstmal das Ding hier aufmachen, um zu gucken, was da schon wieder das Problem ist, was da jetzt schon wieder ausgelaufen ist oder woher die Nässe kommt. Vielleicht hat der Adi auch auf den Boden gepisst, ich weiß es nicht. Irgendwas ist auf jeden Fall nicht so, wie es sein soll. Wir haben wieder diesen lustigen Karton mit diesem Deckel drauf. Das war ja beim letzten Mal schon so, dass man so einen Deckelkarton bekommen hat. Die sehen eigentlich gut aus. Wenn ihr den ausstopft, könnt ihr den so als Stuhl nehmen, könnt ihr euch draufsetzen, aber wir haben andere Stühle, wir brauchen das jetzt hier nicht so wie es ist. Klappen es mal auf, Adi, jetzt beruhige dich, gucke mal hier rein, was haben wir denn hier Schönes da? Wir haben einmal den Beauty Talk, duftende Inspiration, der Look zum Jahr. Das ist auf jeden Fall genau das, was der Ramses braucht, so ein schönes Magazin mit Werbung, mit Gutscheinen, mit, ich habe keine Ahnung, mit auf jeden Fall, mit Bierschanga drin, ganz viel. Adi hier, das kriegst jetzt erstmal du. Das ist immer so viel, Nummer 5, Chanel, Paris, Parfüm. Aha, hier noch ein altes Porträt von der Bierschanga, als sie früher noch gemodelt hat, ne, bevor sie dann sich zur Ruhe gesetzt hat in ihrem Parfümladen. Da habt ihr auch wieder, da ist auf jeden Fall, ist da, ja, ich habe keine Ahnung was, sind da eigentlich jetzt Duftproben drin oder ist das halt einfach nur, ja, bevor ich, ja egal, wir tun das auch mal hier rüber, wir tun das mal darüber, wir tun das darüber, irgendwas matscht mich auf jeden Fall die ganze Zeit voll, hier pass auf, das bringt bestimmt jetzt Licht ins Dunkel. Winterpost für dich von Herzen steht da. Ein paar Kleinigkeiten für die tollen, chilligen Abende mit dir. Zinkbrause stärkt das Immunsystem. Ein bisschen gebastelt für dich. Bleib dir selber treu. Ich finde es klasse, wie du es machst. Und freue mich auf jeden Stream und Spaziergang mit dir. Deine Bierschanga, PS, HDGDL. Ja, wer das nicht weiß, wenn ich abends immer spazieren gehe, dann gucke ich immer mal mein Handy, wer mir da 2 Millionen Sprachnachrichten schickt, hör die nebenbei ab, red mal zurück, damit ich nicht so alleine durch den Park husel. Und die Bierschanga ist da auf jeden Fall immer ein gern gesehener Gast. Leon Maurice ist auch oft dabei. Einfach so an meiner Seite, Bruder, ich schwöre. Bisschen Lesestoff aus meiner Welt, viel Freude beim Auspacken. Lesestoff, das sind bestimmt die heftigen Zeitschriften, die da rumwuseln. Dann habe ich hier irgendwas, jetzt blicke ich, das ist hier mein Samyang-Teil. Das lege ich mal kurz zur Seite, das möchte ich als letztes zeigen. Also bis jetzt denkst du, die hat einfach ihren Papiermüll nicht runtergebracht, sondern hierher geschickt. Weil da ist einfach immer nur Papier drin. Das muss natürlich gut ausgefüllt sein, dass es nicht kaputt geht. Oh Mann, mein ganzes Bein ist nass. Aber wir haben hier das erste Exemplar gefunden. Captain's Tea. Apfel.
Irgendwo habe ich mal gesagt, dass ich Apfel besonders cool finde, vor allem so Apfeltee, alles was so mit Apfel zu tun hat, Apfelbonbons zum Apfellutschen. Also Apfel ist auf jeden Fall sehr cool. Ich glaube, ich habe selbst noch nie Apfeltee gehabt oder gekauft. Taste of Asia Satay-Sauce mit Erdnuss, das finde ich auf jeden Fall cool, denn bei uns gibt es im Rewe so gut wie keine Erdnusssoße. Und wenn du mal was findest, dann kriegst du so ein kleines Näpfchen mit so dicken Brei einfach nur und übelst teuer, übelst brutal. Wenn ich mal irgendwo bin und sehe einen Asia-Shop bzw. einen Asia-Imbiss und da gibt es Erdnusssoße, probiere ich da immer Nudeln mit Erdnusssoße. Hier haben wir also von Taste of Asia eine Satay-Soße, Erdnuss. Die ist aber nicht ausgelaufen, die sieht nämlich noch gut aus. Irgendwas anderes, macht mir aber die ganze Zeit die Hose nass. Dann habt ihr hier Pupsi oder Muttertier. Also für Pupsi oder das Muttertier habt ihr hier Happy Holidays Body Lotion, Frosted Berries, gefrorene Beeren mit einem Pinguin drauf, eine Body Lotion. Body Lotion, denke ich mal, ist vielleicht eher Pupsis Fall. Und hier habt ihr noch Sansukis Black Magnet, eine schwarze Schönheitsmaske, das sieht ja aus wie Carmella von der WWE, ist das nicht genial, ne? Richtig gruselig hier, wenn ihr euch das anlegt, das ist wahrscheinlich dann auch eher für Pupsi, also ich glaube nicht, dass meine Mama sich noch eine Maske anzieht, die hat ihre aktive Wrestlerkarriere schon längst beendet. Ihr habt ja nochmal so eine schwarze, heftige, brutale Maske. Im Endeffekt mache ich mir die selber mal drauf und teste die mal, wie die ist. Hier für Shemmy, ich weiß nicht, ob wir da reingucken oder nicht. Ich kann ja mal reingucken, ohne das euch zu zeigen. Und sie dann selber, was drin ist. Aha, das werde ich hier einfach überreichen. Wenn wir unser gemeinsames Video machen, dann kann sie so überrascht gucken und dann kann ich sagen, jo, hier ist von der Bierschanke. Also für Shandy ist auch was dabei. Vielleicht auch noch mehr, ich weiß es noch nicht. Ich muss mir jetzt mal hier noch durchfuchsen. Dann hast du hier, was ist das? Lammschmortopf. Fertiggericht. MHD abgelaufen. Ob das noch schmeckt? Essen von der Armee. Grins. Oh, da wird nicht nur das Papier bei mir entsorgt, sondern auch das vergammelte Essen wird direkt per Post geschickt. Wir haben also einen Lammschmortopf zum Essen. Mal gucken, wann es den gibt zum Mittag oder was. Zinkbrause fürs Immunsystem. Das hat sie ja reingeschrieben, dass das gut ist. Dann haben wir hier... Ach du... Jetzt ist hier schon... Seht ihr hier, da ist schon das Papier nass. Das hau ich jetzt mal hier rüber. Hier haben wir nämlich Original Schulküche Tote Oma. Hey, habt ihr auch eine? Ja, egal. Grützwurst mit Kartoffeln. Ich habe das noch nie gesehen. Sie hat mir letztens aus der Schulküche diese Soljanga geschickt und mal so eine Feldsuppe, NVA Feldsuppe. Tote Oma gibt es also auch. Die steht auch hinten drauf, genau. Schulküchen-Soljanga und Schulküchen-Tomatensoße. Tote Oma Grützwurst mit Kartoffeln. Die Dose ist schon wieder, ist alles nass. Alles hier stelle ich mal hier runter, damit es nicht herumsaut. Klingt ein bisschen komisch, ist aber bestimmt total lecker, kann ich mir vorstellen. Dann habt ihr hier eingepackt irgendein Parfum, denke ich mal. Meine Beine zittern schon wieder, wie sonst was. Adi, das ist nix. Ein Parfum von Jill Sander. Sandilay, Eau de Toilette. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Sieht aus wie so Chiliwasser, was man einfach trinken kann. Packen wir uns auch hier oben rein. Dann haben wir hier hinten in der... Oh, hier haben wir wahrscheinlich noch Tee verschiedenen in der Tupperware-Box, aber hier ist alles komplett voll geschleimt. Also verschiedene Tees drinne. Pflaume, Vanille sehe ich da. Ich würde es ja gerne mal aufmachen. Habe ich schon. Pflaume, Vanille, Erdbeer, Vanille, 8 Kräuter, 6 Kräuter, 5 Kräuter, Turmeric, Chai mit Kurkuma oder irgendwas. Tees sind immer gut. Sehr schön. Kann ich mir wieder
eine tolle Mischung machen. Also ich habe keine Ahnung, wo ich das hinstellen soll. Weil es überall rumschleimt. Das tun wir irgendwann hier rüber. Ich würde euch ja gerne zeigen, dass... jetzt hat es sogar getropft. Moment. Dann haben wir hier eine Dose. 5.0 Original. Wir haben hier, pass auf, eine Dose. Ist schon wieder nass. Helles 5.0 Original. Das an sich so habe ich glaube ich noch nie getrunken. Aber ich habe die Winter Special Edition mit noch anderen Muster drauf. Wir haben eine Dose Carlsberg Elephant Extra Strong mit 10.5. Haben wir jetzt erst in München probiert und getestet, wo ich die ja schon kannte. Dann nehmen wir mal hier diesen nassen, vollgeschmierten Sack. Den nehmen wir mal raus. Jetzt habe ich es natürlich auf den Adi geworfen. Der hat jetzt einfach den nassen Sack auf sich drauf. Das sollte eigentlich nicht so sein. Dann nehmen wir mal... Da ist noch mehr nasser Sack. Das werfen wir jetzt bis da hinten hin. Dann haben wir noch ein nasses Papier. Dann haben wir hier, pass auf. Irgendwie sind eigentlich noch... Da ist auf jeden Fall, das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Das ist also das Gläschen, was kaputt ist, was alles einsaut. Das zweite Gläschen dürfte vielleicht sogar ganz gut noch sein. Hier habt ihr nämlich nochmal wahrscheinlich diese eingelegten Tomaten. Stellen wir mal kurz hier aufs Klopapier. Tomate, Kräuter, Essig, 10, 20. Die haben wir letztens mal gegessen. Probiert, glaube ich. Aber die waren dann irgendwie total sauer. War das das, was sauer war und brutal, wo ich dachte, ach, das muss es sein oder auch nicht. Mir bitzelt die ganze Zunge, ich kann nichts mehr essen. Und ein Glas, ein Glas, man weiß es nicht, ist auf jeden Fall eigentlich hier übrig. Wie kriegt man jetzt raus, was das ist? Vielleicht steht es auf dem Deckel. Auf dem Deckel steht es auch nicht. Ich glaube, das ist nochmal Apfelmus, weil sie damals Apfelmus geschickt hat, dass vielleicht das hier ein zweiter Apfelmus ist. Guckt euch den Apfelmus an. Der hat damals auf jeden Fall sehr gut geschmeckt. Der sieht jetzt auch immer noch herrlich aus. Also Apfelmus, beste. Sollte man da jetzt drin rumwühlen? Eigentlich nicht. Ich glaube, wir lassen das einfach jetzt alles und stellen das mal im Ganzen darüber. Das tropft nämlich immer noch unten raus. Ah. Dankeschön, Bier. Ach so, ich habe mein... Das, worum es ging, habe ich ja jetzt gar nicht. Jetzt habe ich eh die ganze Hose schon voll gesaut. Da kann ich auch jetzt mal die Hände kurz abtupfen und die Beine da dran abschmieren. Und dann gucken wir uns jetzt mal an, weil hier rum ging es ja eigentlich. Das ist das Herzstück gewesen. Seht ihr, so viel Aufwand. Wenn man einen A4-Zettel möchte, wird gleich der ganze Sperrmüll entsorgt. Adi hat schon wieder alles umgeworfen mit seinem dicken Bobs. So, Adi, ich weiß, wenn du da immer hörst, dass da Folie ist oder so, da drehst du immer durch, aber du weißt, dass du die nicht essen kannst, hoffe ich. Jetzt sehe ich gerade, das ist gar kein A4-Zettel. Junge, Junge, Junge. Aber sie hat sich da was Schönes einfallen lassen. Ich dachte, das ist so ein A4-Blatt. Aber es ist kein A4-Blatt, es ist einfach nur ein A5-Blatt. Das heißt, das ist hier einfach nur so ein kleiner Zettel gewesen. Und jetzt hat sie das, so wie es ausschaut, selber genommen, hier einen Rahmen gefunden, hat das rein, das ist auch richtig dick, das ist also wie so ein schöner, ne? Wie so ein Schaukasten. Und hat da jetzt auch noch eine Chili reingeklebt, eine getrocknete Chilischote. Und ihr habt hier diese Sachen alles, Bulldog, Bokiyum, Myeon, Hot Chicken Flavor Ramen, Fire Noodle Challenge Videos und YouTube könnt ihr hier abscannen, da ist meins sicherlich nicht dabei. Und ihr habt den nochmal geordnet nach der Schärfe: Yia Yang, Ramen Tomato, Ramen Cheese, Ramen Carbo, Ramen Kimchi, Ramen Curry, Ramen und Too Spicy. Atomic Hot Chicken Ramen, Too Spicy. Jetzt habt ihr auch die richtigen Namen dazu, wie die eigentlich alle heißen. Und das ist mit Abstand das coolste und beste
aus der ganzen Fanpost. Das hat mir nämlich wenigstens nicht die Hose nass gemacht. Nein, auch danke für die Biers natürlich. Danke für den Tee, danke für die anderen Tees. Shania freut sich sicherlich auch, wenn sie ihrs bekommt. Pupsis Body Lotion und so weiter. Für jeden wieder was dabei, ein buntes Paket. Aber das nochmal so kreativ dann umgesetzt, sozusagen, das ist, sie hat was gebastelt, ja. Das ist also diese Bastelei hier. www.rauschmeier.com. Wisst ihr Bescheid? Der gebastelt, das finde ich auf jeden Fall. Dankeschön dafür, so habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Ich dachte, da wird es in einen Umschlag gepackt, fertig hergeschickt, zack. Aber mit dieser Chili gerade noch dabei, sieht das einfach richtig cool aus. Dankeschön also für diesen Chili-Rahmen, für diesen Samyang Bulldog-Rahmen. Grüße gehen raus an die Bia Shanga. Und ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich muss jetzt erstmal das ganze Bad sauber machen. Bis dahin, peace out. Vorhaut. Ich muss den Adi auch sauber machen. Euer Ramses.